Hallo. Gesundheit. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin eine Person, die, wenn sie was isst, immer so gern so ein bisschen die Extreme hat. Wie man vielleicht in meinem vorigen Video gesehen hat, wo ich diesen schärfsten Chip der Welt probiert habe, was ich euch allen nur empfehlen kann. Dort hat man gesehen, dass ich scharfe Sachen super gerne mag. Dass sie das Leben einfach ein bisschen aufregender machen und dass das Erlebnis von scharfem Essen einfach ein sehr schönes ist. Und seit meiner Kindheit aber auch schon bin ich ein sehr großer Fan von sehr, sehr sauren Essen. Es gibt dieses Sprichwort, sauer macht lustig, und irgendwie stimmt das. Sauer ist genauso wie scharf die Extreme von etwas, wo man einfach etwas aufregend macht. Und ich glaube, es gibt nur sauer und scharf. Zu bitter ist irgendwie so, aber sauer ist so, und scharf ist, Weil ich sauer so gerne mag, bin ich natürlich auch als kleines Kind öfter in die Süßwarenabteilung gestolpert. Als ich mir so den Weg durchgebahnt habe, gehst du vorbei an Haribo, du gehst vorbei an Trolli. Und das größte Problem an dem ganzen Ding war, überall auf diesen Sachen steht sauer drauf. Aber nichts davon ist sauer. Jeder kennt sie, saure Pommes. I don't know, irgendwie liebt sie jeder, aber sauer? Während es bei scharfem Essen die Scoville-Skala gab, bei sauren Essen habe ich nichts gefunden. Es gibt irgendwie keine Skala, was aussagt, wie scharf was, sauer was ist. Jeder kennt am Chip oder auf sauren Sachen, saure Sachen. Entweder du hast viel von Pulver oben, dann ist es nice, oder du hast gar nichts oben, ja? Das, worauf beim sauren Pommes ankommt, ist eigentlich nur das drumherum. So, also. Sauer war da nix. Die sind wieder sauer, das sind wieder Pommes. Der ganze Name ist noch einfach. Wenn ich entscheiden müsste von saure Pommes von der Skala, ich würde tatsächlich sagen, eine 1. Die haben noch nicht irgendwie mal sauer gesehen. Ja, und ich finde, die sollte sauer streiken. Sauer sollte reguliert werden. Sauer sollte nur etwas werden, wenn es sauer ist. Ich kann auch nicht bitter drauf schreiben und dann ist es nicht bitter, sondern süß. Als nächster haben wir hier Haribo Rainbow. Und tatata, was steht oben? Sauer. Ich meine, das Ding ist, ich glaube tatsächlich, dass die vielleicht wirklich ein bisschen saurer sind. Ja, und vor allem, da gibt es viele lustige Farben. Da gibt es rot, blau. Ich weiß nicht, ob da irgendeine Farbe am saursten ist. Warte, ich probiere mal blau. Das sollte verboten werden. Vielleicht ist der blaue einfach nicht sauer und vielleicht ist der grüne saurer. Und ich weiß nicht, warum sauer immer mit grün in Verbindung gebracht wird. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass vielleicht der grüne saurer ist. Nein. Nee. Sauerkeitsskala 1. Sorry. Nee, ein 1,1. Weil ein bisschen sauer war. Es kann aber auch wirklich nur Glück sein und vielleicht weil der Jupiter ganz gut steht, ja? Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Nicht, wenn ich angelogen werde. Manchmal geht's halt nicht anders. Als nächster einen meiner All-Time-Favorite Hitchis. Ich habe damals in meinem Süßigkeiten-Video vor ein paar Monaten schon einmal Hitchis probiert. Kurzer Fun-Fact, Hitchis hießen früher Hitchler. Und das ist ein gefährlicher Name. Die sind besonders. Ich liebe Hitchis. Da hast du Bock, du greifst rein und es ist nicht gummiartig, sondern es ist hart. Oh ja, es ist diese feste Textur, wenn du da reinbeißt, hast du diesen Klumpen an Essen, während Haribo immer noch alles verklebt. Und das Ding ist aber, ich weiß, dass die sauer sein können. Und ich werde euch gleich erklären, wie können. Wir probieren mal eins. Ja, ja, ja. Kurz sauer, da kommt ganz leicht die Zitrone ran und dann geht's zum Süßen rüber. Ich habe zu Beginn kurz erwähnt, dass Hitchis sehr sauer sein können, wenn man mehr davon isst. Ich habe jetzt mal 3 genommen. Mmh. Ja! Mmh. Oh. Und jetzt hast du diesen Kaugummi im Mund, dieses mmh. Hitchis sind eine der Sachen, die je mehr du isst, desto besser werden sie. Und das ist tückisch. Das ist der Hitchi-Suchtfaktor. Ja? Aber ich bin immer noch nicht beim Sauren, ja? Ich will mir noch 20 fressen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber saures Essen kann auch gefährlich werden. Nämlich, wenn du zu viel Saures isst, kann im Mund irgendwie eine Reaktion passieren. Und es kann sein, dass dein Mund anfängt zu bluten. Hitchis kommt auf die Sauerkeitsskala, würde ich sagen, auf eine 4. Weil die Gefahr, dass du deine Zunge schädigst, die ist da. Und das ist nice.
Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ihr sagt jetzt alle daheim, oh, Kapuzenwurm. Aber dann probier doch mal den Center Shock. Ich weiß, dass sehr viele von euch den Center Shock als den heiligen Gral oben halten. Und hier habe ich sie. Auch ich habe Center Shocks in meiner Kindheit sehr gerne gegessen. So ein Center Shocks war damals immer so ein bisschen die Mutprobe in der Schule. Und sogar hinten steht drauf, bist du bereit für die Sauer Challenge? Die ersten 30 Sekunden zeigen, wie stark du bist. Und ich frage mich ganz ehrlich, sind Center Shock noch so krass, wie man sie in Erinnerung hat? Tada! Es gibt jetzt Center Shock Skull, Crazy King Splashing Cola, Mr. Slimer, Mystery, aha, Jumping Strawberry und 3D Spider. Was ist das? Was soll, ich meine, die sollen wahrscheinlich alle sauer sein. Noah, welcher ist am sauersten, was schätzt du? Crazy King meinst du wohl? Ja, den Crazy King. Genau, da ist er. Aber ich will jetzt nicht den starken Mann spielen. Ja, aber ich fange auch ganz leicht an zu schwitzen. Aber diese, das habe ich nicht. Mr. Slimer. Oh. Ja. Mystery. Ist okay. Wer sagt, dass Center Shock das sauerste war, was sie gegessen haben, der sagt auch, dass Elden Ring einen Easy Mode braucht. War natürlich nur ein Scherz. Wir wollen doch all die Experience, wo du was nimmst und du denkst, ich kann es nicht mehr essen. Da wollen wir doch hin. Center Shock kriegt von mir eine 6 von 10. Die dürften sauer drauf sein. Jetzt kommen wir in unbekanntes Territorium, nämlich jetzt komme ich zu Sachen, die es in Deutschland nicht gibt. In vielen anderen Ländern gibt es krasse saure Sachen. Und zum Beispiel habe ich damals Ende, als ich bei meinem Boy PewDiePie gearbeitet habe, habe ich diese gesehen. Toxic Waste. Und ich kann mich erinnern, dass ich die irrsinnig sauer war. Ja? Und ich meine allein die Packung, das schaut aus wie von der EU die grüne Energie. Ne? Die kommen in so Fässern. Wie macht man denn das auf? Ah! Ich meine, sieht jetzt nicht so spannend aus. Oh. Mm-hmm. Oh. Ja. Da sind wir richtig weg. Warum? Weil die nicht sofort aufhören, sauer zu sein. Diese ganzen Sachen haben immer so eine saure Schicht und wenn man die weglutscht, weg. Der blieb zumindest 10 Sekunden lang sauer. Ich merke, dass meine Zunge auch langsam ein bisschen, wie die, ich spüre diese Verbrennung. Toxic Waste, ne? Red Pier. Der grüne war stärker. Purple Sour Candy. Nee, der ist der schwächste. Obwohl, er kommt. Oh! Ja, er hat sich Zeit. Er hat sich Zeit gelassen. Und jetzt Nuclear Fusion. Das ist, wo ich hin bin. Ist es nuklear? Wasser. Oh, oh. Was denn? Ich bin da, wo ich hin will mit der Zunge. Iu, das kannst du nicht im Video zeigen. Ah, hallo. Folgt sie mir übrigens schon auf Twitch. Wir streamen jeden Dienstag, Freitag und Sonntag auf Twitch. Dienstag ist immer Horrortag, Freitag ist immer Indian, Sonntag ist immer so Story Games. Ich habe übrigens auch Twitter, das ist leider voll sein, Nutzer. Und ich habe Instagram, wo mein Account gerade gesperrt ist. Und ich habe den wunderbaren Discord, wo ihr mir Spielvorschläge schicken könnt, wo wir Setup-Tours machen und sowas. Ihr werdet auch benachrichtigt, wenn ich live bin. Vielen Dank und viel Spaß weiter im Video. Ich meine, ich habe ja vorher erzählt, dass man will, dass die Zunge es wegätzt. Und da bin ich gerade. Ich bin gerade im richtigen Weg, wo ich sagen könnte, ja, denn meine Zunge hat bereits so eine Schicht verloren. Ah, Toxic Waste kriegt von mir eine 7 von 10, weil es lässt sich Zeit und irgendwann kickt es dich rein. Du denkst, du bist schon vorüber und auf einmal da, bam,
dann kommt. Als nächster habe ich, und da war ich sehr gespannt drauf, nämlich in Amerika sind die sehr bekannt, nämlich Sour Patch Kids. Ich wollte probieren, sind die das deutsche Haribo-Äquivalent? Ich habe die noch nie probiert. Und ich habe mir gedacht, okay, probieren wir es mal. Sind die sauer? Sind die nicht sauer? Ich meine, ich nehme mal so einen blauen. Okay. Ich nehme alles zurück. Haribo rückt auf eine 2, die auf eine 1. Das ist eine Lüge. Da könnte ich kein Chips fressen. Wir kommen jetzt zu den Sachen, wo ich sage, das sind, glaube ich, die sauersten Sachen. Nämlich in Amerika gibt es etwas, das heißt Warheads. Warheads, die sind's. Die gibt es in vielen lustigen Farben. Und das Ding ist, ich wollte, dass die Noah unbedingt mal ein Warhead probiert. Noah? Nein. Es steht auch drauf, extrem sauer. Ne? Und sie sehen gefährlich aus. Oh. Aua. Und das Ding ist, also da, wir sind gerade da, wo ich eigentlich hin will. Nämlich, dass die Zunge langsam zu bluten anfängt. Die Sauernis von Warheads ist aber auch irrsinnig schnell vorbei. Die schlagen auf die Hand und prügeln dich. Und dann werden sie auf einmal aber wieder süß. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich sogar, dass die dann vielleicht sogar ein bisschen sauer waren. Oh, warum sieht der rote Warhead so aus? Oh. Oh, das heißt, also ich würde die dann fast zu einer 8 draufgeben und die zu einer 7. Und jetzt habe ich noch etwas vorbereitet, wo ich keine Ahnung habe, ob das überhaupt sauer ist. In kristallisierter Form. 100% Zitronensäure für die Zubereitung von Speisen und Rohkost, Salaten anstelle von Speiseessig. Ich glaube, dass das die krasseste Form ist, was man an sauer zu sich nehmen kann. Ich habe gehört, dass diese Sache zum Kalkentfernen auch benutzt werden kann. Ich hoffe, es ist zum Verzehr geeignet. Das riecht süß. Oh. Das könnte man jetzt auch missinterpretieren. Weißt du, jetzt mache ich einen sauren Haribo. Jetzt mache ich einen sauren Pommes. Oh ja, das ist saure Pommes. Oh, geil. Der Renner, das ist saure Pommes. Ah. Jawohl. So sollen die das verkaufen. Oh. Ein bisschen viel. Kann mich jetzt noch so ein anderer Center schon aus. So ein. Da! Ich will nicht nur noch abgelten! Weak. Nix. Das ist es. Ich glaube, du hast einfach deine Geschmacksnerven weggeätzt. Vielleicht habe ich keinen Mann. Hä? Das ist wirklich nicht mehr sauer. Warum bin ich denn sauer? Okay, der ist auch sauer. Ich muss sagen, ich meine, wir haben glaube ich einen klaren Gewinner. Boah, ist wirklich heiß. Ich hatte wirklich meine Zeit. Mir hat das wirklich Spaß gemacht. Ich bin an meine Grenzen, was sauer ist, gegangen.
Man will diese Experience, man will das, was bleibt. Man will nicht schon Haribo fressen und dann ist einem nur schlecht. Und deswegen kann ich euch allen empfehlen, esst mehr sauer und mehr scharf. Wenn euch die Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt, was ich noch probieren könnte, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Oder lasst generell einen Kommentar wegen Algorithmus. Dankeschön, passt auf euch auf. Bis dahin. Tschüss.